Ja, und hier sehen wir unseren Admin TBG Feldhins bei der Arbeit mal wieder. Immer fleißig der Mann. Ne? Im Gegensatz zu mir, ich stehe ja so als Vorbuddler, jetzt werde ich dafür auch noch angerammt. Auch einfach mal dumm in der Gegend rum. Ich bin wieder auf dem Multiplayer-Server und wollte mal gucken hier, was so Neues gibt. Der Feldhins hat hier schon dieses Land hier planiert. Das ist öffentliches Baugelände. Hier soll wohl angeblich, sagt er mir, ein Shop entstehen, also ein öffentlicher Shop, ein Einkaufsladen, ein Supermarkt. Wie auch immer ihr das nennen möchtet. Da ist auch jemand Neues angekommen. Wir sind hier am Ende unserer, ja, unserer hier kleinen Siedlung. Einsiedlersiedlung. Das baut er sich denn auch. Das macht er ja auch schon schön hier mit dem Holz da rein. Da sind wir immer mal gespannt. Da gehen wir auch gar nicht hin, um die Leute nicht zu stören und zu beeindrucken. Die sind immer so unheimlich baff, wenn ich plötzlich vor ihnen stehe. Ja, nein, so schlimm ist es ja auch. Gott sei Dank nicht. Ich glaube, die machen sich alle über mich lustig. Ja, aber gut, da muss man mit umgehen können. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Onkel Toffer heißt er ja. Er hat auch einen YouTube-Channel, wo er Videos über den Server dreht. Ah ja, wir treten auch noch ein bisschen die Erde fest, das muss sein, ne? Damit das auch alles schön hält. So. Und da macht er sogar noch eine Lage drauf. Und da sieht er mal, so wird das gemacht, ne? Nicht lange Fackeln hier, ne? Das nenne ich doch mal aus. Jetzt habe ich ihm auch noch hier irgendwie. Das will ich doch überhaupt nicht. So, lass ich das da mal liegen. Ja, Onkel Toffer, ich lasse dich jetzt auch mal da in Ruhe. Und ich renne mal rüber zur Seifenblase, in die unterirdische Stadt, die ja gerade im Bau ist. Das werde ich mal einfach hier. Da sind wir nämlich schon an dem Hintereingang Lagerhaus. So. Ach, das ist ja auch alles. Jedes Mal, das ist das Schöne. Jedes Mal, wenn man ankommt, dann haben sich schon wieder neue Sachen hier so entwickelt. Na? Ja, ist ein bisschen langsam. Man hat jedes Mal, wenn man irgendwo ankommt, wieder etwas Neues zu sehen. So, und jetzt müssen wir erstmal ganz weit runter, denn die Stadt befindet sich ganz unten am Bedrock. Einen Namen haben wir auch schon, habe ich auch schon vorgeschlagen. Sie hat sich, hat wohl da einen Favoriten, konnte sich aber noch nicht richtig entscheiden. Vielleicht nimmt sie dann doch einen ganz eigenen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt hier ist. Ich kann jetzt auch schlecht gucken auf der Karte, wo sie so ist. Sie hat jetzt hier mal gebaut. Da entstehen so Wohnbereiche. Ah, da sehe ich schon was. So, kleine Gasse, Hausnummer 4 bis 6. Ach, schön. Ich habe hier letztens, ich habe ja vorhin noch diesen Raum hier. Ne? Da ist sie auch und sagt gerade, hi. Hier hat es sich ja verändert. Sehr gut. Ne, die Decke, das war meine Idee. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ne, es ist noch nicht eingerichtet. Ja, natürlich. Schön mit der Ruhe. Kleine Gasse. Hausnummern. Das macht sie sehr schön hier unten. Also es hat wirklich viel so Gemütlichkeit und ne. Man darf sich jetzt natürlich nicht vorstellen, wie tief man unter der Erde ist, weil dann kriegt man ja irgendwie Platzangst, aber. Ah, hier gibt es auch noch viel zu tun. Pass auf, ich sage hier jetzt auch einfach mal, ich film dich bei der Arbeit. Jetzt erschreckt sie sich. Pass auf, pass auf. Ha! Ne? Ich nicke. Da springt der Block. Ich gehe auch schon. Ich gehe auch schon wieder. Ich gehe auch schon wieder. Lassen wir sie mal lieber alleine. Ne? Ich zeige euch die Stadt jetzt auch noch nicht weiter, weil die soll erst fertig werden, bevor ich dann ein schönes Video mal von drehe. Ne? Lass mich nicht allein, sagt sie jetzt. Okay. Okay, ja, okay.
Ne? So bin ich bin ein guter Fürst. Ne? Wobei Seifenblase natürlich jetzt nicht so meine Untertanin ist, ne? Weil sie ist ja auch Mod und ne? Hat hier eine gewisse eine Sonderfunktion, Sonder Dingensbummens Rang und Namen. Ne? Und ich filme auch schon wieder sehr spät am Abend, weil es jetzt, vorher ist es kaum möglich. Vorher ist es kaum, es ist so viel los. Man soll doch nicht nur Unprofessionalität sehen. Nein. Du machst das doch toll. Guck mal. Na? Die kleine Zelda. So. Da oben hat sie auch noch Redstone und alles, ne? Das wird schon ganz schön. Hier unten kann man übrigens in ihren großen Hallen kann man sehr gut auf Slime-Jagd gehen. Also ich habe, solange ich ja Minecraft schon spiele, noch nie so viele Slimes gefunden wie hier in diesen Räumen hier unten. Also nicht hier jetzt, weil der ist noch zu klein. Aber es gibt noch größere, der Raum unten an der Treppe, wo wir runtergekommen sind, ne? Da sind natürlich, das ist natürlich wirklich ein idealer Heimatsort für so Slimes. Ne? Also ich habe ich schon viele gejagt, habe mal meine Experimente mitgemacht. Da mache ich ja gerne. Sagst du, hier waren wir schon, aber sind denn diese Räume schon fertig? Nö. Ach komm, wir rennen doch mal eben auch gegenüber noch. Da zeige ich euch doch, wie die Seifenblase das mal macht, wenn das mal so ein bisschen fertig ist. Hier, ne? Überall, das ist das Gefährliche. Hier, das haben wir ausgegraben. Das war eine Arbeit. Hier drüber war überall Lava. Das mussten wir alles dann trockenlegen mit Geröll. Ne? Guck mal, jetzt kommen wir hier das so in so einen anderen Raum. Das hat sich ja auch sehr schön direkt wieder. Man findet sich natürlich zurecht, wie überall in unserer Welt, wenn man mal ein bisschen mit Ruhe durch die Gegend rennt. Meistens die sprinten so. Also hier ist ihr Arbeitsamt. Ne? Wenn ihr keine Arbeit habt, könnt ihr euch hier hinsetzen und dann ein Gespräch führen. Was haben wir denn hier? Ist der Shop, der wird noch gerade eingerichtet. Klappt noch nicht so hundertprozentig. Da wollte ich mich noch mit drum kümmern. Muss ich mich noch selber mit befassen. Ich bin da jetzt noch nicht so. Ach so, da waren wir ja gerade. Und dann haben wir hier noch. Ich habe gedacht, da steht einer drin, du. Das kann ja nicht sein, ne? Das sind hier so Wohnbereiche, Badezimmer. Ne, das ist urig. Urig und gemütlich. Ich mag das. Ne? Ah, wie gesagt, jetzt laufen wir mal zurück, ob sie noch irgendwas für uns hat oder wir laufen doch mal eben. Ich werde ja gleich wieder zu ihr kommen. Ah, schreibe ich einfach. Komme gleich wieder. So. Dann laufen wir mal diese lange Treppe hinauf. Ihr seht ja jetzt noch, man kriegt auch noch mal einen Eindruck, wie groß das denn alles ist. Ganz oben führt dann die Bahnstrecke. Was war denn das jetzt noch mal? Die rote oder die blaue Bahnstrecke führt da oben rüber? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die rote. Es wird auch gerade dunkel. Es ist ganz gut, dass wir gar nicht so weit von der Stadt weg sind. Das ist die rote Strecke. Ne, die führt auch, glaube ich. Ach, ich habe mir das nicht gemerkt. Führt die jetzt zu Schloss Trunn oder? Ich weiß es nicht. Ja, gut, hier kann man schön lang laufen. Da oben sieht ihr auch unseren Zeppelin. Ne? Das sieht toll aus, wenn man hier so ankommt. Dann, hey, ne? Wenn der sich jetzt noch bewegen würde, ne? Ja, und hier hat sich auch wieder ein bisschen getan. Da haben wir. Das habe ich euch schon mal gezeigt hier. Das ist jetzt nicht so interessant. Aber hinten, weiter hinten habe ich irgendwie ein Haus gesehen. Das fand ich auch ganz schön. Da hinten. Aber ich würde sagen, ich zeige euch lieber noch mal ein bisschen den Hauptbereich, weil es ja doch das ist, wo ihr so ankommt, wenn ihr mal auf dem Server seid. Und das ist ja gut, wenn einem das dann schon mal einfach bekannt vorkommt. Das erleichtert euch vielleicht so ein bisschen die Orientierung. Wobei ich das nach wie vor nicht so wahnsinnig kompliziert finde. Das ist halt so, hier oben kommt man raus, ne? Hier. Da rennen wir mal. Also aus diesem Portal praktisch. Ja, da werdet ihr gespawnt und dann könnt ihr da langlaufen in die Welt. Aber das solltet ihr eigentlich nicht machen. Ihr solltet dann hier hinlaufen. Zum Tutorial. So, nun stehe ich hier unten im Tutorial für die Neuankömmlinge und auch für alle, die vielleicht als Gast hier mal waren.
und sich nochmal interessieren für einzelne Sachen. Geht hier einfach hin, ihr könnt hier nachlesen. Zum Beispiel das Erste, was ihr erfahrt, ist, dass wir hier so ein System haben, wo man Bücherregale programmiert. Also die Admins machen das und da könnt ihr Rechtsklick auf so Bücherregale tun und dann tatsächlich so einen kleinen Erklärungstext lesen und dadurch irgendwas lernen. Das finde ich an einigen Stellen, besonders hier im Zentrum. Ja, und gleich im zweiten Raum geht es dann hier über Baurechte und Grundstücke. Das ist ja, was ich nicht verstehe, die meistgestellte Frage: Wie kriege ich Bauland und wo ist denn mein Grundstück? Na, da weiß man eigentlich, wer so eine Frage stellt, weiß man eigentlich so, dass der schon sich überhaupt keine Mühe gegeben hat. Hier zum Beispiel, es fängt links an und hört rechts auf. Und es sieht jetzt albern aus, wenn solche Schilder stehen. Aber ihr könnt, also die erwachsenen Leute, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil es gibt auch Ausnahmen. Wir haben auch junge Spieler, beziehungsweise Siedler, die wirklich richtig was auf dem Kasten haben, ne? Aber viele scheinen hier einfach nur so dran vorbeizurennen. Also das verstehe ich dann nicht. Hier steht alles, eine Einleitung, die Bauregeln, sonstiges. Sicher, da wird man immer mal wieder was überarbeiten müssen, aber so grundsätzlich, um schon mal so einen Anfang zu haben, ist das eine tolle Sache. Nur also auf den Punkt gebracht, ihr müsst hier hin und wenn ihr als Gast da seid, guckt euch in der Welt um. Dafür ist die nämlich gedacht, ne, dass man da durchläuft. Man ist nicht dafür gedacht, einfach anzukommen und sich sofort da irgendwo niederzulassen. Ne. Gut, bitte lesen hier an der Links. Ne. Infos bezüglich des Schätzes ist auch etwas, was viele Leute nicht so richtig. Ich klicke mal drauf, ja. Da steht jetzt beschrieben mit T, kannst du den Chat öffnen und so weiter. Ja, wir unterscheiden auch zwischen globalem und lokalem Chat. Das heißt, wenn man hier jemandem gegenübersteht direkt und sich mit dem unterhält in einem Raum, dann geht man natürlich auf lokalen Chat, damit nicht die ganze Welt immer davon was mitbekommt. Ne? Das kann man dann machen, wenn man eine allgemeine Frage stellt oder Hallo und Tschüss sagt, solche Sachen, was die ganze Welt auch interessiert. Dann ist der globale Chat wieder angesagt. Ne? Ansonsten geht auf den lokalen, dann versteht man euch nur bis zu 100 Blocks. Bis zu 100 Blocks weit. Und das ist dann eine wunderbare Sache. Die Minenkarren haben wir hier demonstriert. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt auch. Das hapert. Ja, da muss man so ein bisschen stehen bleiben. Ich mache nochmal ein Tutorial zu dem ganzen Reisesystem, was wir hier, wie man hier so unterwegs sein kann in unserer Welt. Und erkläre euch da nochmal ein paar Sachen. Hier gibt es Rohstoffabbau und Shops, ganz viele Informationen dazu. Einfach überall mal draufklicken. So viel ist das nämlich überhaupt nicht. Da werdet ihr nicht zugetextet. Ne? Ihr braucht, naja, vielleicht knapp 10 Minuten für das ganze Tutorial, wenn ihr es ordentlich macht. Ich habe schon Leute hier zufällig gesehen. Die sind hier rein, die sind dann irgendwo hingelaufen. Ja, und dann sind die den ganzen Weg wieder zurück. Ne? Irgendwie, und das fand ich dann nicht so gut. Auch für die, die es interessiert, die etwas. Ja, die vielleicht auch einen Server haben oder überhaupt interessiert sind für die Technik. Hier ist eine Tafel. Da seht ihr, da geht ja hier für Techniker, ne? Da geht ihr dann hier und dann seht ihr eine Auflistung unserer Plugins, die wir hier auf dem Server benutzen. Ne? Und das ist dann vielleicht für euch damit auch ganz interessant. Für normale gehen direkt hier lang. Hier habt ihr nochmal etwas über Transportinformationen. Und seht mal, wenn wir hier jetzt ankommen, das war es schon mit dem Tutorial. Das war also wirklich schlimm. Wie gesagt, lest euch alles durch, dann ist das in knappen 10 Minuten vielleicht wirklich durch. Und den Rest seht ihr mit in der Welt auch. Ne? Dann rennen wir einfach mal raus, guckt und dann kommt ihr hier an, da wo wir auch gestartet sind. Ne? Ich werde hier noch ein Schild hinstellen, dass man das auch von der anderen Richtung auch besser sieht. Und ja, dann würde ich sagen, das reicht jetzt erstmal beim nächsten Video. Dann schwingen wir auch mal wieder ordentlich die Hacke, ne, und sonstiges Werkzeug. Das wird bestimmt auch dann total interessant. Ich freue mich dann auch schon aufs nächste Mal. Das war es erstmal von diesem Server-Tutorial oder beziehungsweise diesem Server-Video. Das war ja kein richtiges Tutorial jetzt. Dieser kleine Einblick. Ein schöner Tag. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal.